Willkommen, werte Let's Play-Folgen-Gucker zu Folge 39. So, und mein Plan war hier, schon mal nix. Was schreiben denn die Spoiler? Zuversicht! Versucht springen. Aber doch eher da rein, oder? Also, jetzt versuchen wir mal erstmal da drauf zu springen. Wie viel Seelen, nicht so schlimm. Aber es gab nervig viele Gegner bis hierhin. Will ich eigentlich nicht drauf gehen. Ah, schaut. Geil vergiftet. Okay. Das wird nicht mehr aufhören rechtzeitig. Da hatte ich vorhin Glück. Also schon cool, wie man das am Mantel sieht. Weniger cool ist, dass mir jetzt die ganze Lebensenergie gestohlen wird. Hm. Naja, manchmal muss man da einfach durch. Wo kommt ihr denn raus? Keine Angst, ich lasse mich schon nicht drauf gehen. Das hört schon vorher auf. dreckige Lache, oder? So. Dann... Ha, 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 ha! Oh. Ah, das gab einen satten Einschlag. Wo sind die denn jetzt? Kommen die dann hier an? Jahre später? Kann ich jetzt da durchspringen? Da ist irgendwo ein Loch, da sind die runter, dann kommen die. Irgendwann mal. Na, vielleicht vergiften sie sich auch. Okay. Also, dann gucken wir mal, ob wir jetzt da drüber rüberspringen können. Mein Herz. Yo, my Herz, yo, my Souls. Okay, aber das war jetzt nicht so gefährlich, außer dass ich ja scheiß drehen, ich von vorne anfangen muss und mich wieder vergifte. Was ist denn mit diesen Wänden? Hm. Ja, aber das kann man schon schaffen, man stirbt nicht, wenn man es nicht schafft. Okay. Gut, dann versuche ich mal aus größerer Entfernung. Dann vergifte ich mich nämlich nicht. Ist das nicht geschickt? Tja. Ja, und jetzt war ich zu dicht dran. Und gleich werde ich wieder übelst bestraft. Das kostet mich dann die letzten Hitpoints. Schade, hätte nicht sein müssen. Na, das ist nicht so stark dieses Mal. Was wird schneller aufhören? Der versiffte Mantel? Nein, vergiftet zum Zweiten. Und dieses Mal schafft's mich, wenn ich nichts tue. Ach, warten wir noch ein bisschen. Ich habe Zeit. Ach, da wären noch 10 Sekunden, ne, 2 Sekunden mehr gegangen. Und nochmal. So, jetzt habe ich allerdings keine Flakons mehr. Ach, und da sind die beiden. Da ist, das ist neu, wo ich hier bin, oder? Der kommt nicht. Die machen wir nichts. Ja, dann kann doch nichts passieren. Ja, da. Der hat das geahnt, sag ich euch. Komm her. Ja, komm. Muss mal wieder Pfeile kaufen gehen. Ich habe nur noch 257. Möchte eigentlich auch nicht runterspringen. Also ich komme ja wieder hoch. Okay. Ja, dann. Ah, das sind gleich zwei. Hahaha, Double Strike. Das ist doch echt gemein hier. Ja, sinnlos, wirklich. So Filmprop-mäßig, wo auch die Treppen irgendwo verschwinden. So, ist hier irgendwas Neues? Ja,
Ja, da war ich wohl auch noch nicht. Also hier mit Schattenwurf und allem. Okay, wie kommt man denn da außen hin? Freund voraus. Bist du ein Freund? Sieht nicht so aus. Wirkt auf mich jetzt nicht wie ein Freund. Aber lassen wir Taten sprechen. Ah, der macht mir auf. Sehr gut. Komme ich nämlich da hinten hin. Einfallspinselgewürz. Wahrscheinlich könnte ich es auch selbst kaputt schlagen, oder? Ja, okay. Gut. So, aber bevor wir jetzt hier schon wieder ziehen, das gefällt mir gar nicht. Es ist doch ein recht weitläufiges Gebiet. Was ist denn mit dem hier? Woran bist du gestorben? Keine Ahnung. Okay. Also, wie komme ich da oben hin zurück? Da kann ich auch ziehen. Also, ich kann ganz viel ziehen hier. Aber... ach, und da geht's weiter. Nee, da geht's... ja, aber ich möchte da hoch zurück. Das kann ich erstmal nicht. Okay. Da ist irgendwas. Nachricht. Ah, das ist es ein Freund, ganz sicher. Aber schauen wir erst nochmal ums Eck. Woran sterben denn die Leute hier so? Die hier rennen hoch und dann rennen sie wieder runter. Also ist da oben was? Oder auch nicht. Jetzt gehen wir erstmal zu dem... ah, schaut mal, da ist auch noch einer. Gehen wir erstmal zu dem Freund. Und wir haben zwei, ich wiederhole zwei, solche Zugteile irgendwo. Aber ich habe früher bei Adventures gelernt, es ist echt immer gut, erstmal Türen zuzulassen, bevor man weiß, was sie, wo, dass man nicht mehr weiterkommt, sonst verheddert man sich. So, wer bist du? Okay, in diese Richtung. Na gut. Ja, super. Dann muss man das vielleicht mit einem der Hebel aufmachen. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Huch. Was war das? Ich möchte nicht paranoid erscheinen, aber... okay. Aber halt, da war doch noch einer da hinten, genau. Und da ist aber ein Abgrund dazwischen. Kleiner Teufel. Noch einer? Nee.
ich bin mittlerweile oben angekommen. Ich komme von weiter unten. Und du hast mir nichts entgegenzusetzen, wenn ich dich mit dem Bogen traktiere, oder? Armes Oktopusgesicht. Dann schießen wir aufs Knie. Dann schießen wir wieder. Ja, leider macht das kaum Schaden. Hm. Naja, das hat keine Zukunft. Also es gibt selbst für mich Schmerzgrenzen. Vielleicht denkt er, dass ich ihn so nicht mehr treffen kann. Nee, denkt er leider nicht. Wenn er mich nicht mehr sehen kann? Nee, der ist hartnäckig. Na gut. Da komme ich nicht entlang. Springen, ach, wenn da nicht dieser Vorsprung wäre, würde ich es mich ja vielleicht sogar getrauen. Nee, dann ist das doch die Tür, wo es hieß, von dieser Seite nicht zu öffnen, oder? Gut, dann denke ich, ziehen wir jetzt... Nee, warte mal, da war noch dieses links. Achtung vor links. Wo war das denn schon wieder hier? Mhm. Okay, der ist knifflig. Das ist selbst für einen erfahrenen Meisterschützen wie mich knifflig. Aber da ist ja sonst nichts, wo ich runterfallen könnte. Ja, das war doch gut gemacht. Kommando-Style. Und der bleibt sogar aufgeschaltet. Na, so ein Luxus. Auch das sehr gut gelöst. Ich kann mich echt nur immer wieder selbst loben, sonst tut es ja niemand. Da komme ich wieder hoch. Ah, da sind wir jetzt endlich auf der anderen Seite. Oder? Ja, das ist die andere Seite. Und das alles für ein bisschen verwelktes Dämmerungskraut. Naja. Aber ich glaube nicht, dass man da durchkommt, oder? Keine Ahnung. Auch nicht so entscheidend. Magiestein. Die hat jetzt geleuchtet, aber das ist eher ein Grafikglitch, oder? Ja, ja, der kämpft gegen den Magier hier. Okay, danke. Ist ja verhältnismäßig glimpflich gewesen. Ah, ein weiterer Pharos-Wahrheitsverkünder. Habe ich jetzt zwei übrig. Gut, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Ne, da komme ich ja her. Ja, dann bin ich jetzt am Ende meines Erkundungslateins, wenn ich hier nichts übersehen habe. Das heißt, ich kann entweder da in den Tod springen. Der ist schon hartnäckig mit seinem Schild. Oder ich kann anfangen, an diesen Dingern zu ziehen, wenn ich sie wiederfinde. Zwei Stück habe ich da. Da, ich habe keinerlei Erinnerung mehr, wo. Aber hier war, glaube ich, keins. Das wäre zu einfach. Hier, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gehört schon. Hm. Da wollte ich reinspringen. Da ist doch was. Hier. Aber da gab es nichts zum Ziehen. Hier zu mir. Ab, war ich da schon? Was macht dieses Geräusch? Da ist ein Ding. Ziehen wir einfach mal. Da bewegt sich doch was. Ah, zu langsam.
Ja gut, aber dadurch ist ein neuer Weg frei. Jetzt warten wir erstmal, ob von hinten böse Gegner kommen. Oder von vorne jetzt. Ah, und da kommt schon wieder runter. Und wer... Ah, okay. Da muss ich nur schnell sein, denke ich. So. Okay, und da kann ich auch noch durchlaufen. Komm, 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 komm. Aber kann ich damit nicht auch noch hochfahren? Das sieht fast so aus. Ja. Komm. Ich werde schon nicht dann irgendwo zerbatscht werden, oder? An der Decke. So. Jetzt bin ich hier, wo ich immer hin wollte, richtig? Ja. Nee, da war ich doch schon. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wo habe ich denn dann da drauf geschaut? Nee, da war ich einfach von hinten. Genau, jetzt kann ich da aufmachen. Wenn da jetzt ein Vieh drin ist, das wäre gemein. Aber nein, der Lichtschalter geht an. Ein Mera-Schild. Jetzt, wo ich gerade den anderen so hoch gesteigert habe. Gucken wir ihn uns mal an. Königsdrachenschild, Mirra-Schild. Der Königsdrachenschild. Ich bin halt echt mit dem anderen besser beraten. Ist einfach so schade, aber ist auch immer schwer, das zu vergleichen. Also hat es nicht so viel gebracht. Frage ist, komme ich da lebend wieder runter oder war es das jetzt? Das wäre natürlich, das wäre evil. Das wäre echt evil. Aber das kann ich schon überleben, oder? Wenn nicht, wie komme ich denn dahin zurück? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es sind nicht viele Seelen. Also nicht mal ein Aufstieg. Zwei Drittel von einem Aufstieg mittlerweile. No risk, no fun. Naja. Stecke ich einfach so weg. Sonst gab es da nichts mehr, oder? Zur Sicherheit gucken wir noch ein letztes Mal. Nee. Ah! Fei, du blödes Mistteil! Ah! Das ist fies. Kam er nicht mehr zurück. So. Dann habe ich einen von den Wanddingern gefunden. Und jetzt ist die Frage, wo war das zweite? Das war, glaube ich, auch da auf dem Level noch, oder? Hier. Und das ist einfach für die... Ja. Das war jetzt wahrscheinlich eine falsche Entscheidung. Nö. Ich habe ja alles von unten abgeräumt und es bleibt oben. Und da ist... Nee, da war... Hä? Da war ich doch schon. Das war doch dieses Schießloch hier. Hm. Ja, dann weiß ich gerade nicht mehr so recht weiter. In diesem Level... Dieser eine Gegner, wo ich nur springen könnte, macht mir jetzt aber auch nicht so an, ehrlich gesagt. Gab es vielleicht noch irgendwo einen Hebel, den ich übersehen habe? Wie wär's denn mit dem hier? Nee, das war der. Hm. Das war der. Also ich bin so ehrlich, ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich könnte da runterspringen und es vielleicht überleben. Aber jetzt geht es hier halt einfach wieder zurück, oder? Da ist nichts mehr. Da war das Leuchtfeuer.
Ach, wie schön wäre es, da jetzt zu rasten. Wisst ihr was? Ich gebe einen Lebensstein aus. Ja. Ja, jetzt laufe ich gerade wieder zurück. Alles tot. Hinterhalt, oberhalb, das war mal. Das halt, was ich dann nervig finde, wenn man dann alles geräumt hat und man war echt lange unterwegs und man weiß, wenn du jetzt stirbst, ist es zwar nicht schlimm, aber du musst das alles neu machen. Was hat dieses Ding gemacht, als ich hier zog? Das kann doch nicht der einzige Grund sein, das hier hochzuheben. Wo war denn da der? Hier. Das Ding da oben bleibt ja. Es muss sich ja hier irgendwas getan haben. Oder? Oder läuft er jetzt andersrum? Also gucken wir mal. Links. Nee, das bringt, glaube ich, nichts weiter. Ah, warte mal. Ist da irgendwas aufgegangen? Was macht... Hängt das tiefer? Also, der hängt gerade so in Reichweite, würde ich sagen, ja? Das hängt doch zusammen hier. Also auf Kopfhöhe, sagen wir mal, hängt der gerade. Und so ist es jetzt wieder neu. Also einmal hin und her, einmal hin und her. So, hängt er immer noch. Also das ist es nicht. Tut mir leid, ich komme nicht drauf. Vielleicht habe ich irgendwas oben damit gemacht. Aber hier komme ich nicht drauf. Hier hat sich auch nichts getan, oder? Also das sind zwei sehr nah beieinander gelegene Leuchtfeuer, um das mal zu sagen. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Und wahnsinnig viele Seelen hat das alles nichts gebracht. Nicht gebracht 5000. 500 oder so. Und dafür der ganze Anstrengung. Wo ist das? Das ist jetzt von unten da reingekommen. Jetzt gucken wir nochmal ohne. Was ist da? Da ist nichts. Das ist ein Gegengewicht. Wenn das hoch geht, senkt sich irgendwo was anderes. Nur was? Ich komme nicht drauf. Aber ich denke mal, man lässt es gezogen. Gut. Einige von euch sind jetzt bestimmt ganz ungeduldig. Warum sieht er das nicht? Aber ich gebe mir Mühe und ich sehe nichts. Da oben ist noch einer. Ist das vielleicht sogar der eine, wo ich hinspringen muss? Da ist noch was, oder? Oh, nichts, was man mit ein bisschen Bogenbeschuss nicht lösen kann. Ja, nur komme ich nicht hin. Ist das immer noch der, der sein Schild hebt? Aber das bringt dir nichts. Ich glaube, das ist der tatsächlich. Schade, jetzt ist er weg. Schade, schade. Aber ich habe da trotzdem keine Lust, da in den Tod zu springen. Mal sehen, ob ich die Stelle überhaupt wiederfinde, weil das ist das Einzige, wo ich gerade den Verdacht habe, dass es da weitergehen könnte. Aber es sieht auch so nach einem optionalen Schatz aus, so ein bisschen.
Also sehr gnädig. Diese zwei Leuchtfeuer hier. Bin ich da schon mal hochgeklettert? Bestimmt, oder? Wobei, jetzt wo ich so drüber nachdenke, bin ich mir nicht mehr sicher. Doch, doch, ja, ja, doch, doch. Da bin ich schon hochgeklettert. Da komme ich dann wieder an diese Stelle, wo ich dann runterfalle. Aber vielleicht habe ich ja hier auf dem Weg was übersehen. Oder war noch nicht in beiden Richtungen. Da war ich schon, das ist dieses Zeug. War ich da schon? Illusion voraus, aber wo? Gegen was kämpfen die? Okay. Also falls das eine Illusion ist, werfe ich da jetzt mal eine Bombe hin. Das Gift auch mal auf. Na, gehen wir erstmal weiter. Okay, hier zu kämpfen kann Nachteil haben. Jetzt schauen wir mal, ob das Gift noch da ist. Nee. Naja, so viel zu den tollen Hinweisen. Ich eine kostbare Bombe gekostet. Dann schauen wir mal, was hier auf uns zugesprungen kommt. Wird schon irgendjemand sein. Aber ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Nee. Huch. Du bist aber schnell. Ah, fuck. Ah, fuck. Das wollte ich verhindern. Genau das wollte ich verhindern. Ach, das wird knapp hier mit Lebensstein und Co. Naja, muss ich ein bisschen ausgeben halt. Guck mal, der kann den gerade nur auffangen. Oh Mann, Scheißgift. Nicht rollen, das ist dazu gemacht, dass du dich selbst in den Tod rollst. Nicht schon wieder, Leute, das macht doch keinen Spaß. Hört's auf? Nee, das hört lange vorher nicht auf. Wisst ihr was? Ich glaube, da laufe ich jetzt Richtung dem letzten Feuer zurück. Weil ich glaube, hier geht's weiter. Ach, das. Da hinten ist was. Ach Gott, ich Doofi. Okay. Jetzt haltet mal. Naja. Ich bin mal gespannt, wo ich zurückgesetzt werde und euch das wiederfinde. Aber ich glaube, das machen wir dann gemeinschaftlich in Folge 40. Bis dann.